willkommen zum Viriditas Heilpflanzen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man einen Tee richtig zubereitet. Wenn ihr einen Genusstee trinken wollt, dann könnt ihr egal welchen Tee trinken. Alles, was euch schmeckt. Teebeutel, lose Tees, egal. Wenn ihr allerdings einen Heiltee zubereitet, dann kommt es ganz wesentlich erstens auf die Qualität des Tees an und zweitens auf die richtige Zubereitungsweise. Schauen wir uns die Qualität mal an. In einem Teebeutel hier, das ist Kamillentee, ist die Ware sehr, sehr stark zerkleinert. Heißt also, dass die ätherischen Öle meistens schon verschwunden sind. Die Ware riecht auch nicht mehr besonders. Und schaut euch mal an, das ist alles ganz, ganz klein geschnitten. Man sieht überhaupt keine Blüten mehr. Hingegen lose Ware, da sieht man noch richtig die Blütenköpfchen, das duftet. Ja, das duftet ganz stark nach Kamille und insofern könnt ihr schon ganz deutlich sehen, was hier die bessere Qualität ist, nämlich der lose Tee. Also kauft losen Tee in einem Kräuterladen, im Bioladen oder in der Apotheke, damit ihr auch wirklich optimale Heilwirkung habt. Neben der Qualität kommt es also auf die richtige Zubereitung der Heilpflanzen an. Und vor jeder Pflanze hat man manchmal die Wurzel, die Blätter, die Blüten, die verwendet werden. Ihr solltet also deswegen in einem guten Heilpflanzenbuch nachschlagen, wie ihr welchen Pflanzenteil richtig zubereitet. Dennoch möchte ich euch grob erklären, wie die verschiedenen Zubereitungsmöglichkeiten bei Heilpflanzen sind. Da gibt es nämlich drei Sorten, nämlich den Infus, den Dekokt und das Mazerat. Zunächst zum Infus. Beim Infus werden die Pflanzen ganz klassisch mit kochendem oder heißem Wasser übergossen. Dazu eignen sich vor allen Dingen Pflanzenteile wie Blüten, hier habe ich Kamillenblüten, wie Blätter, Melissenblätter oder auch Früchte mit ätherischen Ölen wie zum Beispiel der Fenchel. Und erst kurz vor der Zubereitung sollten die Pflanzen gut zerkleinert werden. Also so ganz wie möglich selbst trocknen oder einkaufen und dann erst vor der Zubereitung zerkleinern. Das ist besonders wichtig bei Duftpflanzen, also Pflanzen mit ätherischen Ölen. Wenn ich jetzt hier die Melissenblätter zu Tee zubereite, nehme ich zum Beispiel hier einige Blätter, mache sie ganz klein, gebe sie in die Tasse und gieße heißes Wasser drauf. Zudecken, damit die ätherischen Öle nicht im Raum verpuffen, sondern in der Tasse bleiben. Und dann nach 5 bis 10 Minuten, je nach Sorte auch manchmal 15 Minuten, abgießen. Dazu nimmt man ganz einfach eine zweite Tasse mit einem Teesieb. Manche Pflanzen können auch im Mörser zerkleinert werden, wie zum Beispiel der Fenchel. Den würde man vor der Zubereitung kurz im Mörser anstoßen, damit die ätherischen Öle besser rauskommen. Die zweite Zubereitungsmethode ist der Dekokt. Der wird vor allen Dingen angewendet für Pflanzenteile, die sehr hart sind. Zum Beispiel Wurzeln, hier die Brennnesselwurzel beispielsweise, oder auch Rinden, hier habe ich Eichenrinde. Bei diesen Pflanzen würde es nicht ausreichen, nur kochendes Wasser drauf zu gießen, die Wirkstoffe würden nicht ausreichend gelöst. Insofern nehme ich also hier einen Kochtopf, gebe für eine Tasse einen Teelöffel Rinde oder Wurzel in den Kochtopf, gieße eine Tasse kaltes Wasser darauf. Und dann kann ich das Ganze entweder erstmal über Nacht so stehen lassen oder ich setze es sofort auf den Herd, lasse es aufkochen und je nach Pflanze wird es nach dem Aufkochen nochmal 10 Minuten ziehen gelassen oder man kocht das Ganze auch wenige Minuten richtig durch. Hängt also von der Pflanze ab. Die dritte Methode, das ist der Kaltwasserauszug, auch Mazerat genannt. Und der ist vor allen Dingen gedacht für Pflanzen mit Schleimstoffen. Hier zum Beispiel die Malve. Pflanzen mit Schleimstoffen sollten nicht mit heißem Wasser ausgezogen werden, da die Schleimstoffe sonst zum Großteil zerstört werden. Deswegen gibt man in die Tasse einfach das Kraut und gießt kaltes Wasser darauf. Gut verrühren. Und zugedeckt werden 2-3 Stunden stehen lassen
und dann absieben und schluckweise trinken. Man muss ihn nicht ganz kalt trinken, man kann ihn auch im Mund ein wenig anwärmen oder je nachdem auf dem Herd ein ganz wenig anwärmen, wenn das angenehmer ist. Gut, das war also das Heilpflanzenvideo für heute und bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.